Da sind wir wieder bei Firewatch. Es ist mittlerweile dunkel geworden. Wir haben einen Überwachungsturm gefunden, haben das Delayla gesagt. Leider hat sie uns dann darauf hingewiesen, dass dieserjenige oder der jemand uns natürlich hören kann. Das sollten wir also nicht mehr machen, hier alles zu melden. Ja, wir sind jetzt schon direkt hier und ich kann euch mal zeigen, wo wir sind. In der Wapiti Station. Ich hoffe, man sieht es noch grob. Wir haben uns da nämlich reingebracht, indem wir mit der Axt, das war ja meine Vermutung, diese Tür aufstemmen konnten. Das haben wir auch gemacht. Und die Höhle, das habe ich nachher nicht mehr gemacht, weil ich dann gemerkt habe, okay, das geht doch nicht auf. Und letzten Endes hat es dann nicht wirklich funktioniert. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt wieder diesen ganzen langen Weg laufe bis hierhin, habe ich mir gedacht, mache ich das mal noch hier eben. Ihr habt wirklich nichts verpasst. Ich habe nur ganz kurz eben die Tür aufgestemmt, bin jetzt hier drin. Und jetzt wollte ich mit euch hier umschauen. Und es wird immer dunkler, aber es macht mir ein bisschen zu schaffen. Tut mir leid, ich hatte völlig vergessen, wieder auf Aufnahme zu drücken. Deswegen habe ich hier ein kleines Gespräch, habt ihr jetzt verpasst. Aber das war eigentlich nur so weit, wie war das noch? Das Einzige, was ich verpasst habe, war, ich habe halt gemeldet, dass hier so ein Überwachungsturm ist. Also da sagte Henry, ja, ich bin jetzt hier bei dem Überwachungsturm. Und Delilah sagte dann, warum sagst du das? Die können uns doch hören. Und das war für mich ein interessanter Punkt, denn sie sagte, die können uns doch hören. Das ist gar nicht mal so abwegig. Wer sagt uns denn, dass es nur einer ist? So, und ich finde es jetzt auch immer noch sehr gruselig. Da hinten habe ich schon Türme gesehen. Hier geht's auf keinen Fall weiter. Und hier auch nicht. Oh, es ist echt gruselig. Es wird immer dunkler und wir wissen genau, dass hier irgendeiner ist und uns stalkt. Ich finde das total abartig gruselig. Oh mein Gott, sind wir vielleicht im Lager von dem Fremden? Er scheint nicht da zu sein. Oh mein Gott. Bodenraster. Oh, sollte ich das melden? Stimmt, wir wollten jetzt nicht mehr alles melden. Messstation. Irgendeiner messt hier auf jeden Fall irgendwie was. Sag mal, könnten wir das nicht kappen? Dann wüsste der vielleicht gar nicht mehr, wo wir sind, oder kann der uns damit abhören? Das wäre doch die Idee. Können wir mit der Box was machen? Nein. Ich traue mich da gar nicht rein, ehrlich gesagt, weil wer weiß, sobald wir da drin sind, das ist halt typisch Spiel oder Horrorfilm immer, kommt der wahrscheinlich wieder. Das ist mit Sicherheit der mysteriöse Unbekannte. Ich kann mir das gar nicht anders erklären. Ich bin im Hauptzelt. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob es echt klug wäre, das überhaupt zu sagen. Nee, ich glaube, das ist nicht klug, das jetzt zu sagen. Ich bin der Meinung, wir sollten erstmal uns hier die ganzen Informationen anschaffen. Für meine englischen Leute wieder. If you want to read it, just stop the video and read it. Jetzt lesen wir das auch mal. Mich interessiert das. Zielpersonen, Frequenz, Geschlecht, soziale Rolle. Häufiger Weggang aus Gebiet Two Forks. Vermeidungsverhalten, ältere Daten konsultieren. Nicht erwidertes Verlangen nach Beischlaf, Konflikt mit anderen männlichen Personen. Unverhältnismäßige Nahrungsaufnahme. Also das ist ja schon ein bisschen, ne? Also es ist schon nicht ohne hier. Pinnwand. Wer oder was wird hier beobachtet? So, jetzt haben wir eigentlich schon wieder fast alles gesehen. Dann würde ich sagen, jetzt fangen wir mal an, hier alles zu melden. Gegenstände I'm melden. in their main tent. Please, Henry, just go where I told you to. Please, go there right now. I'm in their main tent. God damn it, Henry. Fine. I left you a new radio, damn it, but to hell with it. Just do whatever you want. Oh, well, I'll go get it. You know what? Forget it. We've danced around it so much now, it's probably gone. But maybe you'll luck out and whoever's listening to us ran down to the market for a gallon of milk. Okay, da hat sie nicht ganz unrecht. Kann ich hier noch irgendwas melden? Durcheinander auf Schreibtisch melden. Desk in here is a mess.
I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. Pinnwand. Kater melden. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Seismograph. Ich melde alles, was wir haben. Seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Ja, ich mittlerweile auch. Feldbetten sollten wir auch mal melden. This place sleeps three. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Daran hatte ich nicht gedacht. Stimmt, das sind ja drei Feldbetten, also haben wir es hier auch vielleicht mit drei Personen zu tun. Das macht mir gerade ein bisschen Angst, muss ich wirklich zugeben. Pinnwand hatten wir schon. Laterne. Kiste. Ja, die öffnen wir mal gleich. Ofen. Ich glaube, wir können hier nichts mehr melden. Dann machen wir nochmal die Kiste auf. Da blinkt was. Anleitung für Wellenempfänger. Anleitung für Ortungsgerät melden, auf jeden Fall. I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear like a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Die sollen uns nicht weiter abhören. Vielleicht haben sie ja noch mehr von den Dingern, wer weiß. Oder können wir sie jetzt abhören? Das wäre voll geil. Und nützlich. Boah, es wird ja immer gruseliger hier. Piepen melden. This thing is beeping like crazy. So it's finding something, and someone is about to find you, and you keep talking about it. Delilah, can you just not? I've got this thing, okay? And I am the one out here, and I would appreciate it if you switch the attitude. Ich muss hier weg. Fine. All right, you're right. I'm gonna go figure out what this thing is picking up. Ich will hier nicht mehr sein. Ohne Witz. Es ist einfach mega gruselig. Wo könnten die sein? Stimmt, irgendwer wird uns ja dann finden. Ey, das ist gerade so gruselig, deswegen bin ich so ruhig. Ich melde mal eben das Bodenraster. They're doing something with the soil out here too. It's all gridded off. Copy that. Messstation kann ich nicht melden. Wo kommt das Piepen her? Hier ist es weg. Hier taucht es auf. Ist das vielleicht eins von den Feldern? Sieht nicht danach aus. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich wirklich zugeben. Weil ich weiß ja nicht mal richtig, wonach wir jetzt suchen. Folge dem Piepen des Geräts. Ja, das ist mir bewusst, aber... Luftdruckmesser. Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Ach, das hatten wir schon.
Also hier piept's ja wie verrückt. Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of... Oh, das hatten wir jetzt schon zum dritten Mal. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Kann man die Wäsche eigentlich auch melden? Schade. Hä, ich bin gerade verwirrt. Weil... Hier piept er wie verrückt. Aber hier ist nichts, was wir nehmen können. Vorräte können wir auch nicht melden. Aha, schwarze Box untersuchen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Subjekte. Jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's echt interessant. Are you shitting me? What? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. Tut mir leid, das ist jetzt einmal ein Schnitt, man muss, aber vielleicht können wir es nachher nicht mehr lesen. Zielperson Henry M., Alter 39, Übersicht, Programmstatus, erste Woche, vierte Woche, sechste Woche, zehnte Woche, 25. Woche. Ja, das ist Wahnsinn, wie lange die uns schon hier verfolgen. Beobachtete Eigenschaften, entdeckungslustig, geradlinig, reizbar, passiv, schuldbewusst, direkt, zurückhaltend. Übersicht Zielperson. Zielperson hatte volle Aufmerksamkeit der Vorgesetzten gewonnen. Vertrauen noch wissenschaftlich nachzuweisen. Alles deutet auf volle Kooperation hin. Nachtrag. Zielpersonen können Kenntnisse des Tests besitzen. Abbruch der Beobachtung angeraten, falls Zielperson Posten verlässt. Mein Gott. Manipulierbarkeit. 9 von 10. Oh. Abgezeichnet durch Programmleiter EG. Jetzt hören wir das Gespräch, weil das ist gerade voll interessant. Ich hoffe, die Aufnahme kackt nicht ab. What? We're not. They're messing with us. Yeah. Okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Ja, das ist Wahnsinn. Vielleicht wollen sie genau das. Worst case scenario. Maybe that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. The grass is dry as hell here. It would go up in a second. Well, now I'm thinking, what if you're right? I just don't think we should do anything that we can't undo. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, I'm so fucking wound up. Schon in Ordnung, ich gehe zurück. It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do. Kehre zum Wachturm Two Forks zurück. Ich wette, das können wir nicht einfach so. Irgendwas wird jetzt noch passieren. Ich renne so schnell ich kann, aber irgendwas wird bestimmt gleich noch passieren. Boah, es ist gerade echt interessant. Ich hätte echt niemals gedacht, dass dieses Spiel doch noch so interessant wird und so gruselig. Ich find's echt gruselig irgendwie. Drei Leute sind es und irgendwas wird gleich noch passieren. Wenn es drei sind, haben wir ein großes Problem. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die können uns sofort überrumpeln. Wir haben zwar eine Axt dabei, aber egal. Bei drei Leuten bringt die dann auch nicht mehr ganz so viel. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Zum Glück konnten wir hier noch zurückspringen. Und... Zack, und jetzt schnell nach oben. Oh nein, nein! Wow! Oh shit! Eingestürzte Felsbrücke melden. Hey, shit, the bridge collapsed climbing out of here, and now it looks like there's smoke coming from the site. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do?
Wir ignorieren es, wir melden es, ich weiß nicht, wir müssen es melden. We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. It'd be a lot easier to work together had you gotten that radio. I'm sure you can figure it out on your own. I'll try. Tag 77. Oh mein Gott, es wird so spannend. Es wird so verdammt spannend. Oh mein Gott, wie wird dieser Tag ablaufen? Oh, ich bin echt gespannt. Es macht gerade echt Spaß. 5 Minuten haben wir ja noch. Und die will ich auch voll ausnutzen. Oh, macht das gerade Spaß. Es ist echt spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das Spiel echt noch so wendet. Ich denke, ihr auch nicht. Okay, wir sind wieder in Two Forks, in unserem Turm. Ich hoffe, Delilah konnte jetzt mal Hilfe rufen. Ranger oder so, oder Polizei. Nach, was stand da? Moment. Ach, hier sind alle unsere Beweismittel. Nachricht, nein, da, was hat er da hingeklebt? Das wollte mich interessieren. Büten des Van-Empfängers melden. This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Vielleicht eine dumme Idee, guter Plan, lass das. Don't do that! I know, everything has gone to total shit, but you gotta live a little. You gotta allow, Hank. Aber nicht in so einer Situation. No, no, you're right, Dee. I can't think of any good reason why you wouldn't want your decision-making inhibited right now. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay, ay, ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Last thing I need is another big crossword breakthrough. Funkgerät aus, das ist erstmal ganz gut. Das ist auch noch interessant hier. Nein, du sollst das nehmen und dann so in diese Richtung am besten fallen lassen, damit wir es auch immer wieder sehen. Da war noch gerade irgendwas anderes. Wer hört uns ab? So, den Motion Tracker sozusagen, den werden wir noch benutzen. Ich bin, Motion Tracker ist nicht so gut, aber naja, ich war gerade bei einem anderen Film. Okay, das werden wir in der nächsten Folge uns auf jeden Fall noch ansehen. Es wird immer spannender. Wer weiß, vielleicht ist ja sogar die letzte Folge schon, die nächste Folge die letzte Folge. Wer weiß. Und es wird auf jeden Fall sehr interessant. Heute war es sehr spannend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich glaube, es wird noch immer spannender als die nächste Folge. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und jetzt will ich auch schnell Schluss machen, damit ich direkt die nächste Folge aufnehmen kann. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.